Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal ein ganz anderes Video, weil heute geht es um Performance. Und Performance ist immer ein guter Begriff, weil wir sind heute bei BK Performance, bei dem Benny. Ja, einige kennen dich ja auch, ne? Eventuell schon, mit der Zeit. Benny ist ja so Multi-Tuning eingestellt. Eigentlich machst du fast alles, oder? Ja, schon. Ja, angefangen hauptsächlich mit Auspuffanlagen. Kennt mich Benny schon ultra lange tatsächlich. Ja, bestimmt 15 Jahre locker, oder? Ich glaube, wenn nicht sogar noch länger. Ja, also so lange ist es mindestens, würde ich sagen. Ja. Und locker schon 20 Jahre, glaube ich. Ja, mag schon hinkommen, ja. Ich glaube, es ist schon locker 20. Ja, es geht heute um den 190er. Da ist ja eine frei programmierbare Einspritzung. Entschuldigung, frei applizierbar für die Ingenieure unter euch. Ja. Eine Max-ECU, die hast du mir damals empfohlen. Mhm. Und das ist auch super. Und ich kann damit so ein bisschen was einstellen. Und das läuft auch super seit einigen Saison, aber du kannst es besser. Ja, ich mache das halt immer jeden Tag. Ne? Und deswegen übergebe ich heute einfach mal die Verantwortung und wir wollen mal gucken, was da wirklich geht und was der Wagen wirklich hat, weil Benny hat einen schönen Allradprüfstand und ja, ich denke mal, das wird sehr interessant. Ja, ich würde sagen, wir messen den jetzt einfach mal so, wie du jetzt eigentlich die ganze Zeit gefahren bist. Ja. Gucken uns die Loks an und dann schauen wir einfach nur mal, was man machen kann. Ob da was möglich ist oder halt auch nicht. Also ich bin mal gespannt. Kann natürlich auch blamierend sein für mich. Benny meint, ob ich schon einen Tipp habe. Also ein Wunschwert ist natürlich eine 3 vorne. Ne? Ist ja ein, das wissen die Leute ja gar nicht. Da ist ein 3,6 Liter 24V M104 Motor drin. So wie es den im C36 gab. Und ist eigentlich ein legendärer Motor, weil dieser Motor eine Dieselkurbelwelle hat. 92,4 mm Hub, 91er Bohrung und wie gesagt 4 Ventile pro Zylinder. Normalerweise, wenn wir jetzt in der Porsche-Welt sind, muss so ein Ding ja mindestens 100 PS pro Liter drücken. Das macht er nicht. Ne? Wir haben hier eine 74 mm Drosselklappe und ich würde tippen, also eine 3 wäre gut. 300 PS wäre gut. Dann lass uns doch mal schauen. Ist der Lauf noch nichts weiter geändert? So wie du jetzt eigentlich unterwegs warst die ganze Zeit. Aha, ich bin gespannt. 305? Ja. Gut getippt. Weil wir hatten früher schon mal ein Video gemacht. Ich war schon mal einmal hier, da hatten wir aber nichts am Steuergerät gemacht. Und da haben wir gemessen 185 PS. Irgendwo steht das noch drin. Ja. Und da habe ich echt Anfängerfehler. Ne? Also es ist das erste Mal, das ist das erste Motorsteuergerät, was ich tatsächlich so damals programmiert hatte. Mhm. Und auch das erste Mal mit dem Steuergerät. Und da habe ich den Fehler gemacht, das hast du ganz am Anfang gemacht, Pierre. Mach 1, guck genau, wo OT ist, blitz das an. Mhm. Ja, dann ist man euphorisch, man tippt da so ein paar Zahlen ein, der Motor läuft gleich gut und dann ist man natürlich happy. Mhm. Ne? Und dann lief das ja auch im Vorgänger, zum Vorgängermotor, dem 3 Liter, lief das schon gut. Und ja, dann sind wir damit lange Zeit gefahren, sind hier auf den Prüfstand gekommen und dann waren das 185 PS. Deswegen ging gerade das Herz hier so und dann glaube ich, dann haben wir das so ein bisschen dann auf der Straße optimiert gehabt und es sind ja viele Jahre vergangen und ich habe das auf der Straße immer so ein bisschen hingemappt und an der Rennstrecke und dachte mir so, na, das wäre schön, wenn wir da jetzt 300 PS hätten. Und die haben wir auch. Vor allen Dingen, die hast du eigentlich relativ lange. Man kann ja schon fast vom Drehzahlband hier richtig sprechen, ne? Ja. Guck mal, da sind ja schon 295 PS und dann hast du über 1000 Umdrehungen eigentlich diese circa 300 PS, also schon relativ gut, ne? Ja. Also gar nicht so extrem spitz für einen Saugmotor auf jeden Fall. Krass ist das doch, aber wohl hier ist eine schöne... Da ist ein Plateau, aber das eine geht, ne? Das Drehmoment fällt, die Leistung steigt ja in dem Moment. Wir haben ja auch einen Nockenwellenversteller, weil der Motor hat eine Einlassnockenwellenverstellung und das habe ich halt auch so nach Gefühl gemacht. Mhm. Jetzt müsste man ja im Prinzip einmal die Einlassnockenwellenverstellung einmal auf früh durchfahren, genau. Korrigiere mich, wenn es so ist, mhm. Und einmal auf spät, ja. Und dann zu gucken, wo ist der optimale Umschaltpunkt. Ne? Ja.
Hast du zufällig bei 3,5 die irgendwie aktiv? Oh, könnte sein, ja. Ne? Weil so, das wäre so das, was ich mir hier so vorstellen könnte halt. Ne? Es sah auch in der Tat gar nicht so schlecht aus. Ich habe nur gesehen, dass der so zwischen 2-3 Zeilen so ein bisschen hin und her springt. Die sind von der Skalierung sehr klein. Das würden wir... Da meint Benni jetzt, du hast aufs Laptop geguckt. Mhm, ne? Genau. Und wie gesagt, man kann ja hier alles einstellen. Wir können die Zündung in jedem Punkt frei einstellen. Wir können den Kraftstoff in jedem Punkt im Prinzip einstellen. Auch Lambda. Wir können ja ein Ziel-Lambda eingeben. Ja. Und der hilft uns ja. Also, das ist schon super. Ja, das ist aber, ich sag mal, grundsätzlich fürs erste Mal gemacht schon gut. Definitiv, muss man schon echt sagen. Hast dich auf jeden Fall mit auseinandergesetzt. Ja, viele Nächte. Ja. Viel zu lange auseinandergesetzt. Ja. Weil am Anfang war das ja mal ein Kundenauto. Und ich habe den ja jetzt übernommen. Ich habe den mal für einen Kunden gebaut. Der Kunde hat gesagt, es hilft nichts, ich will das genauso so haben. Ich sage, Mensch, das sind aber viele Umwege, die wir gehen müssen. Und die sind wir halt gegangen. Und jetzt hat der Kunde gesagt, er will einen 123er haben. Der wird jetzt aufgebaut, nicht von mir, weil ich dafür leider keine Zeit mehr habe. Und ich habe mich wirklich intensiv damit beschäftigt, um natürlich bei dem Kunden, auch ein guter Bekannter, da dementsprechend abzuliefern. Und hier hing immer mein Herz dran, weil insgeheim hat der Kunde mir so freie Hand gelassen, weil ich immer zum Kunden gesagt habe, weißt du was, eigentlich baue ich genau das für dich, was ich eigentlich für mich gerne bauen würde. Und das ist eigentlich, ist das schon so mein Auto, bis auf so ein paar optische Details. Umso cooler war es natürlich, dass ich diesen Wagen übernehmen konnte Ende letzten Jahres. Bin auch nur ein Track der gefahren damit. Wie ist der Motor grundverdichtet, weißt du das? 10,5. 10,5? Ja, 10,5. Okay. Der könnte echt mehr und wir haben auch schon schöne Catcams-Nockenwellen liegen. Okay. CNC gefrästen Zylinderkopf haben wir schon liegen. Sprit ist 102 Oktan oder? Ja, immer 102. Okay, immer, alles klar. Immer 102. Ja, dann würde ich jetzt mal sogar aus dem Bauch raus sagen, da wird gleich auch noch ein bisschen Zündung gehen. Ja. Wie? Man muss dann halt sehen, belohnt das Ganze das in Leistung? Ja. Ne? Das Ding muss Runde für Runde halten. Ja. Ich glaube, es kommt hier nicht auf die letzten 5 an, aber wenn wir hier vielleicht noch ein bisschen was finden können, ist das, denke ich, schon ganz schön. Ja. Also Serie hat der Motor 280 PS und da ist es wirklich so, dass die das nicht immer gehabt haben. Das muss man ganz klar sagen. Hier sind ja jetzt natürlich Fächerkrümmer drin, nicht die schönsten, aber es sind Fächerkrümmer mit Gutachten. Das war ja an der Stelle auch mal ganz wichtig. Also die Fächerkrümmer hätten ein bisschen dicker sein können. Aber ich glaube, da muss Benni auch noch mal nachhelfen. Ja, sprich, soll ich mir das Ganze mal angucken und wir gucken mal, was wir machen können. Ja, klar. Okay, gut, dann würde ich sagen, mache ich mich an die Arbeit. Mehr Leistung. Er ist einfach am Ende. Die Nockenwellen liefern nicht mehr Füllungsgrad in den Zylinder. Ja. Aber das sieht hier halt viel besser aus, ne? Ja. Wenn du mal den Übergang hier halt anguckst, ne? Da, wo er davor eigentlich diesen Absacker gemacht hat, macht er eigentlich jetzt genau das Gegenteil. Es schmeckt ihm einfach hier besser, die Verstellung ein bisschen später halt zu machen, ne? Und guck mal, wir können ja mal direkt da drauf gehen. Alter, da sprechen wir schon von einer deutlichen Mehrleistung in dem Bereich, ne? Ja. Das sind nochmal 20 PS in dem Knick, ne? Ja. Und 40 Newtonmeter. Ja. So, Zündung. Aber der macht die Nockenwellenverstellung. Der hat ja auch, jetzt muss man sagen, der hat eine Nockenwellenverstellung und ein Schaltsaugrohr. Ach, der hat auch ein Schaltsaugrohr. Bin jetzt gerade überlegen, ob ich diese Schaltsaugrohr-Geschichte, die ist da noch drin, ja. Aber wird die auch angesteuert? Ja. Ja, schon lange her, ne? Ja. Oder ist die per, dass die irgendwie ab einem bestimmten... Ne? Ab einer bestimmten Drehzahl. Ne, das ist drehzahlabhängig. Ist drehzahlabhängig. Ja. Okay. Ja, also auch zündungstechnisch kommt da halt auch nicht mehr wirklich viel, ne? Also, ich meine, wir haben jetzt teilweise im krassen Lauf mal 4 Grad Zündung gestellt und wenn dann keine Leistung kommt, So habe ich ja die Zündung ermittelt. Ich bin gefahren und habe mal stumpf 5 Grad vorgestellt und dann mal wieder 5 Grad weggenommen, weil das müsste man ja krass merken. Das müsste man merken. Und man hat immer nichts gemerkt. Mhm. So, und dann bin ich ja irgendwann auf den Trichter gekommen und habe gesagt, ich gehe von diesen, ich war ja bei 30 Grad und du hast jetzt 25 Grad oder irgendwas? Oben raus. 25 Grad maximal. So, gehe ich halt einfach wieder weg, ne, weil gefühlt war für mich kein Unterschied und wenig Zündung bedeutet für mich immer ein bisschen mehr Sicherheit, obwohl es am Anfang ja mal viel zu wenig war, aber gut. Ja, schön. Also ist auf jeden Fall... Also das ist jetzt nur noch ein Finishing, was wir machen und keine
genau. Grundeinstellung. Ne? Genau. Also grundsätzlich funktioniert das schon ziemlich gut, muss man sagen. Wir werden jetzt nochmal einen Versuch machen. Dieser Motor hat ja eine Nockenwellenverstellung, eine Einlass-Nockenwellenverstellung. Die sitzt hier. Das ist das, wo wir ja immer die schönen Ölstoppkabel verkaufen, weil die Nockenwellenversteller ja so gern bei Mercedes undicht werden. Jetzt wollen wir probieren. Die habe ich auch schon angeklemmt. Das war ja das, was wir vorhin gesagt haben. Benny hat ja den Schnittpunkt. Ich habe die bei 3500 Umdrehungen Richtung früh verstellen lassen. Und Benny hat die auf 4000 Umdrehungen verstellt. Jetzt möchte ich unbedingt nochmal einen Lauf fahren. Nockenwellenverstellung die ganze Zeit früh. Und einmal Nockenwellenverstellung die ganze Zeit spät. Um dann herauszufinden, wo ist wirklich der optimale Bereich. Wo müssen wir den Schnittpunkt setzen. Und das machen wir jetzt. Oh Gott. Die Nockenwellenverstellung kann aber was. Ja, okay, das ist krass. Das ist krass. Gut, dass die ja damals eingebaut haben. Ja. Das ist natürlich ein heftiger, Wahnsinn, ne? Ein heftiger Unterschied, ne? Boah, Alter, das sind 60 Newtonmeter, ne? Wahnsinn. Das ist wirklich heftig viel. Boah, das hätte ich nicht erwartet. Siehst du oben raus? Also gemerkt hat man das auf jeden Fall. Boah, aber das ist schon echt viel. Das ist wirklich viel, ja. Das ist viel. Ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass es dann doch so viel ist. Und das ist nicht viel. Ich glaube, die verstellen hier nur 6 Grad. Hm? Dafür ist wirklich ein krasser Effekt. 6 ja. Grad, ne? Ja. Dafür ist es ein riesen Effekt. Weil das ist begrenzt. Also das müsste ich nochmal nachgucken, aber ich meine, es waren 6 Grad. Ja, guck mal, manche modernen Autos, die verstellen im 40-50 Grad Bereich. Ja. Also das ist schon richtig krass dann halt. Ja, okay. Dann... warst du da auf jeden Fall schon mit deinem Propometer auf jeden Fall in der richtigen Richtung unterwegs. Ja, okay. Das heißt, wir setzen den Schnittpunkt kurz vorhin bei, was hast du? Guck mal, ich hatte 3,5 und du hattest 4 gemacht, ja. Ne? Ja. Das heißt, der Schnittpunkt ist ja eigentlich bei 3,8. Ja. 3,57. Ja. So, dann setzen wir den Schnittpunkt bei 3,57. Genau. Würde und dann sind wir ja voll auf der goldenen Seite. Ja. Genau, goldenes Mittelmaß. Ja, mach ich dir so. Top. Sehr gut. Bin überglücklich. So, das Schöne ist an diesem Steuergerät, der Motor hat ja ab Werk einen Klopfsensor. Und dieser Klopfsensor ist ja dafür da, der hört sich im Prinzip am Motorblock die ganze Zeit die Verbrennung an. Und wenn wir eine klopfende Verbrennung haben, dann macht das richtig so pick, 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 pick. Das hört man richtig, das ist wie so, als wenn du an so ein Glas so ding, ding, ding oder an so ein Geländer mit einem Schraubenschlüssel gegenhauen würdest. Und so hört sich im Prinzip eine klopfende Zündung an. Und dieses Steuergerät hat halt auch diese Funktion, das Ganze zu regeln. Und da war ich immer nicht so richtig, wie bedatet man das, wie setzt man die aktiv, weil dieser Motor auch obenrum eigentlich leiser wird. Ja, also von dem Geräusch, was dieser Sensor aufnimmt. Da bin ich jetzt mal gespannt, wie Benny das jetzt in den Griff kriegen will, weil, ja, also für mich war das echt, waren böhmische Dörfer. Ja, ich guck jetzt erstmal. Also du siehst schon im Prinzip die Klopfregelung. Wir haben einen Grundton vom Motor. Hier so ein Maximal-Peak-Ausschlag von 150. Das ist aber bis 3000 Umdrehungen oder irgendwie sowas, ne? Ne, der hat den Grundton hier hinten. Der hat so Grundton, der Motor, von 40 bis 50. Und dann macht der so 140, was absolut noch auf kein Klopfen oder sowas hinweist, weil da müssten wir einen riesengroßen Sprung haben. Ja. Sprich, wir müssen dem Motorsteuergerät jetzt erstmal dadurch sagen, du siehst jetzt zum Beispiel dieses Kennfeld, dass wir auf jeden Fall, ich würde jetzt sagen, so mindestens 250 können wir in die Lastspalte halt eintragen. Ohne dass er irgendwas machen braucht. Ohne dass er überhaupt einen Eingriff machen muss. Weil ein Klopfen ist wirklich, wenn du das mit dem Gehör wahrnimmst, dann ist das hier für die Sensorik schon lange davor. Jetzt muss man sagen, bei einem leisen Auto mit gedämmtem Innenraum, also wo die Abgasanlage nach hinten raus nicht so laut ist, hört man natürlich eine klopfende Zündung sehr einfach oder sehr gut raus. Ja. Wenn dieses Ganze hier in sich hier am Bibbern und am Beben ist, dann ist das natürlich schon ein bisschen schwieriger, ne? Genau, und das ist jetzt, also das ist hier schon ein bisschen aufwendiger gemacht. Also ich kann ihm jetzt schon sagen, erstmal, wie viel Zündung soll er denn überhaupt rausnehmen, wenn er ein Klopfen wahrnimmt?
Da habe ich, glaube ich, mal 5 Grad eingestellt. In dem Falle 10 Grad. Also ein sehr radikaler Eingriff. Und dann kann ich ihm sagen, wie lange soll denn diese Zündung rausgenommen werden? Wie oft soll er denn quasi abhören? Und die Zündung, wann soll er die wieder freigeben? Ja, das würde ich schon in kürzeren Intervallen machen, dass wenn er nicht klopft, dann halt auch wieder die Zündung freigibt. Ja. Ne? Und das muss man jetzt halt einfach ein bisschen sauber durchbedaten. Und dann bis man auf jeden Fall safe, falls mal vielleicht nicht die Kraftstoffqualität erreicht wird, die da eigentlich... Der Wagen wird immer betankt mit 102 Oktan. Das ist der gute Aral-Sprit. Und jetzt kann ja natürlich mal sein, solche Fälle sind mir bekannt, dass man an der Zapfsäule, obwohl da 102 draufsteht, mal nicht 102 bekommt, sondern 98 Oktan. Mhm. Und das wäre natürlich jetzt fatal für den Motor, wenn wir uns an der Klopfgrenze bewegen. Und dafür ist natürlich so eine Funktion wirklich sehr gut. Oder es sind draußen mal wirklich 35 Grad. Und ihr wisst ja alle, wenn man hinterm Steuer sitzt und man jagt da den einen oder anderen Porsche, BMW oder sonst wen, dann gibt es auch keine Gnade für den Motor. Und da ist dann so eine Klopfregelung, die ist ziemlich neutral eingestellt und die sagt dann, oh, pass auf, wir haben damals 250 gesagt, vom Geräusch her, jetzt ziehen wir mal 5 Grad oder was du einstellst halt zurück. Genau. Das verschafft uns halt echt Sicherheit. 5 Grad, also ich würde jetzt sagen so 5 Grad. Wir haben hier, ich glaube, wir fahren 25 Grad maximal Zündwinkel auf Enddrehzahl. Wenn wir da 5 Grad einregeln, ist das schon echt ein massiver Eingriff halt. Ne? Nur 25 Grad, ist für Sauger nicht viel. Nö, aber er belohnt auch nicht. Also genau. wir sind auch 28 Grad gefahren. Er klopft da immer noch nicht, aber es ist eigentlich auch nicht so, dass da Leistung kommt. Also es ist für mich dann irgendwo ein gewisser Punkt, wo ich sage, wir warten, ich glaube, Anfang hat es zu dem Bedarf mit 23 Grad. Ja. Ich habe Zündung gestellt und er hat Leistung gebracht. Ja. Man kann das jetzt nicht vielleicht hundertprozentig verallgemeinern, aber es ist schon oft so, solange Zündung belohnt wird, sind wir eigentlich noch nicht in der Klopfgrenze. So kenne ich das auch. Das ist so. Und normalerweise sagt man ja dann, man stellt Zündung zu, bis die Leistung abfällt und geht dann nochmal mit der Zündung zurück. Mhm. Aber da wir hier keinen Abfall haben, sagst du, bleiben wir einfach da unten, bleiben auf der sicheren Seite und schonen einfach den Motor. Genau so ist es. Also man probiert die Zündung schon relativ früh zu stellen, weil wir minimieren damit halt auch die Abgastemperatur. Oder halt auch Brennraumtemperatur. Genau, ja. Das heißt, viel Zündwinkel fahren ist schon gut. Die Thermik geht damit runter, allerdings auch die Klopfneigung, die halt steigt in dem Moment. Ja. Ja, also eine gesunde Zündung ist halt das A und O. Ja, ich bin schon echt happy hier mit dem Ergebnis. Aber das sind die kleinen Details, das weiß Benni einfach viel, viel besser. Und deswegen, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Und deswegen, das ist auch der Grund, warum wir bei uns im Betrieb, ganz viele, Lukas weiß es selber, warum wir kein Chip-Tuning anbieten. Aber viele denken das immer, ne? Ja, totaler Blödsinn. Ne? Sollen sie hier bei Benni anrufen, Benni hat einen Leistungsprüfstand, Benni hat die ganze Software, die ganze Hardware, das ist ja ohne Ende. Ne? Also fängt der Prüfstand kostet sich halt so einen Raum mit allem drum und dran, wenn das machen lässt, dann ist man schnell 100.000 Euro weg. Und an Hardware, das sind auch bald bequem. Hm. Brauchen wir nicht sagen, aber 20.000 Euro ist da das ist für einen Anfang weg. Ja, definitiv. Und da habt ihr immer noch keine Erfahrung von. Selbst wenn ihr Geld habt, ihr könnt 200.000 Euro nur für so ein bisschen Kleinkram ausgeben. Ich lerne auch bis heute. Das ist einfach so. Ne? Das ist genau wie jetzt hier zum Beispiel mit deiner Nockenwellenverstellung. Hättest du mich das vorher gefragt, hättest du ja nicht beantworten können. Explizit auf dem Motor. Ich hätte es jetzt auch nicht geglaubt, dass da so viel bei rauskommt. Also sprich, man lernt jeden Tag und das macht eigentlich, ich finde, das macht super interessant. Ja. Also ich mache diesen Job mega gerne. Er muss halt flexibel im Kopf sein. Absolut. Ne? Das ist das größte Gut. Ja, auf jeden Fall. Also Benni. Passt. Ich bedanke mich. Gerne. Ich glaube, wir machen eine Abschlussmessung oder wie auch immer. Und ich glaube, die Leute, die haben jetzt erstmal was zu verarbeiten. Ich danke euch fürs Zuschauen. Und sollte euch so ein Thema wirklich gefallen und ihr wollt mehr darüber wissen, schreibt es in die Kommentare. Wir können das bestimmt einrichten. Habt eine schöne Zeit. Auf Wiedersehen. Ciao.